Wieder mal etwas verspätet, ja, ich weiß. Aber lässt sich halt nicht ändern. Leider, leider. Zwei Events im Laden und ja. Viel zu tun. Viel zu tun. Bin zwar da rechtzeitig raus, aber musste hier auch noch ein bisschen was machen. Ja. Heute geht's dann mit Midnight Suns weiter. Jo, gucken wir mal. Jetzt wurden wir kommen. Hatte ja heute Morgen meine Bestellung für Final Fantasy 16 abgeschickt. Und ich denke noch so bei mir, ne, pass mal auf. Kommt bestimmt die blöde Eintauschaktion von GameStop. Erst war nichts zu sehen. Gucke ich auf Arbeit, dann war sie natürlich da. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich nicht doch noch ein, zwei Spiele habe. Ja, dann hole ich vielleicht noch ein zweites. Keine Ahnung. Kann ich denn verschenken oder was weiß ich. Erstmal schauen. So, was wollen wir machen? Wo geht's hin? Was müssen wir machen? In der Schmiede. Vielleicht ist in der Höllenschmiede schon was fertig. Venom hat ihn ganz schön vermöbelt, oder? Hoffen wir, dass Steven seine Magie spielen lässt. Ich mag es nicht, wenn die eigenen Helden derart. Ja, ich war ja auch seit langer Zeit dann wieder mal bei Final Fantasy 14 zugange. Ja, hätte natürlich auch einfach mal, das habe ich ja nur gemacht wegen Rock Alley, einfach einen neuen Account machen können. Faszinierend. Aber naja, ja. Da nach einer Viertelstunde hatte ich dann schon keine Lust mehr. Ja. Es ist etwas. Momentan so, wenn die Zeit so knapp ist, dann hat man auch nicht wirklich unbedingt so die Lust. Aber das passiert halt. Kommt vor. Ja, Hauptsache der alles, was denn so gekauft wurde, was aufgebaut wurde, ist nicht weg. Das ist ja mal das Wichtigste. Hey, für jemanden, den man gerade erst ausgegraben hat, siehst du ziemlich... Caretaker hat ziemlich hohe Ansprüche, also habe ich erwartet, dass es für dich einfach sein würde. Die Frage, was soll ich als nächstes machen? Ja, aber wie gesagt, also 14 hin und her, ich mag das Spiel natürlich. Tolles Spiel. Aber bloß mir fehlt momentan halt der entsprechende Content. Ich bin ja eher sowieso mehr da auf das Handwerk und so ausgelegt. Sachen produzieren, verkaufen, Marktplatz und so weiter. Die Schiffserkundung, das ist überhaupt mein Ding. Klar, die Dungeons und so ist auch cool. Aber ja, diese Hardcore-Raids, nein, das ist schon lange, lange vorbei. Da habe ich schon überhaupt keine Lust mehr zu. Habe ich auch nicht die Zeit für. Und da habe ich auch immer gesagt, nö, das können andere machen. Ich gucke mal gerne rein oder ich helfe mal aus, aber nein. Das ist nichts mehr für mich. Da hatte ich dann auch nicht mehr den Nerv und die Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Das ist ein Hexenzeichen. Irgendwas ist hier. Oder der Kader wieder irgendwo am Rumfuchteln hier. Ja. Nein, also aber auf Final Fantasy 16 bin ich natürlich sehr gespannt. Ich hoffe nur, dass sich das mit den Spoilern dann halt im Rahmen hält. Weil einige haben das Spiel schon. Bei uns ist es so, wir haben strikte Anweisung, dass es erst zum Release-Datum ausgegeben wird darf. Eigentlich schade, ich hätte mich gefreut, wenn sie bei uns dieses große Event gemacht hätten. Also man wollte eigentlich den gesamten Laden für sich haben. Das hat man dann aber verneint. Das wollte man nicht. Ja, fand ich ein bisschen schade.
Weil das ist natürlich schon cool, wenn man dann zwar über 2000 Quadratmeter alles dann im Final Fantasy 16 Stil hat. Ja. Aber okay, das entscheiden andere. Da haben wir keine Aktien drin. Ich hoffe natürlich, dass sie denn, wenn für den Fall, dass GTA 6 kommt und ich noch da sein sollte, also es wird kommen, dass dann halt dementsprechend großes Event gemacht wird, weil da kann man wieder von ausgehen, USK 18. Und ich glaube nicht, dass wir nur die 18er-Sektion dafür nutzen werden. Hier kommt man leider nicht rüber, das ist ein bisschen doof. Weil da ist auf jeden Fall, also eine Karte und eine Schatztruhe. Da muss man auch irgendwas anderes machen. Da muss man wahrscheinlich das Mondsiegel muss man erlernen. Damit man eine neue Fähigkeit hat. Ja, mit 16, man hat ja auch gesehen, weiß nicht, ob ich das schon beim letzten Stream erwähnt hatte, also das soll wohl die Mängel, die jetzt in der Demo waren, also die Demo scheint nicht das finale Spiel zu sein. Es scheint wohl ein älterer Release zu sein oder ein älterer Bild, weil wenn man die Demo aufgerufen hat, stand 1.01 und im Trailer oder was? Da stand dann 1.03. Bei der Präsentation. Also könnte es durchaus sein, dass der ein bisschen älter ist, weil es gab ja doch tierische Schwierigkeiten. Also speziell was das Halten, also das Ghost Shading, dann die Frames sind mitunter in den Videosequenzen doch sehr, sehr stark eingebrochen. Aber ich vertraue da auf Yoshi. Und bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem Team, und da waren ja einige Teams, also das Team rund um Final Fantasy 14, dann das Team von von Kingdom Hearts und noch irgendeins, weiß ich jetzt aber nicht welches, weiß nicht, ob es Remedy oder was war, die haben wohl auch noch mitgewirkt, um das Team zu unterstützen, also wir müssen herausfinden, was hinter Faustus Forschung steckt. Da denke ich mal, da haben die schon große Kaliber aufgefahren. Aber auch Lies of P. Eine Riesendemo. Hätte ich ja nie gedacht. Ich habe nur so ein bisschen mal reingeguckt. Aber das ist schon, also für eine Demo, das ist fast länger als bei manchen ein ganzes Spiel. Und liegt dir was auf dem Herzen? Da kann man sicherlich auch auf einiges gespannt sein. Das hatte ich schon gelesen. Kriegt er nochmal Arcanes Wissen? Nö. Okay, hätte ja können sein. Ja, das wird auch, also nächste Woche Donnerstag, ich habe leider erst am Freitag frei, deswegen wird es den ersten Stream dann erst Donnerstagabend geben, aber dann wirklich sehr extrem, weil ja, ich komme nun mal nicht vorher ran. Leider. Es sei denn, die Kollegen von NetGames schaffen es, dass ich es vielleicht doch einen Tag früher habe. So, dass ich dann morgens... Also ich werde es nicht vorher streamen. Weil, ich finde, das ist halt... sollte man nicht machen. Also nicht bei so einem Titel. Ich finde es okay, wenn es am Release rausgegeben wird. Ich finde es so doof, wenn man zum Beispiel so wie jetzt die Sachen dann erst... 2-3 Tage nach Release bekommt. Also ich habe jetzt erst die Bestätigung für den Versand von dem Rock Alley bekommen. Fand ich halt ein bisschen schwach.
im Laden standen sie. So, aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht, was ich machen soll. Mach mal hier gucken. Ja, Wisperwald, ja. Na, gucken wir mal hier, Blatttor. Vielleicht ist da ja irgendwas. Ja, also, ich will es vorher auch nicht zeigen, um halt Leuten, wenn man sich das anschaut, dann doch nicht die Freude dran zu nehmen. Und klar, man kann natürlich auch sagen, okay, du brauchst es dir nicht angucken. Aber die meisten sind da so, gucke ich mir dann doch mal an. Und ja, man weiß immer nicht, wie es, also so hatte ich es jedenfalls speziell bei YouTube. Du machst jetzt irgendwas, ein Video und so weiter, speziell auch, ja, ich gucke mir erstmal ein Gameplay an. Und dann guckt man sich irgendeinen Schmutz, das muss man einfach sagen, auf YouTube an, was völlig mistig aussieht, weil die Qualität so schlecht ist von der Aufnahme oder was auch immer. Und dann hat man das Spiel selber und sagt, Mensch, das sieht ja super aus, das ist doch klasse. Und weiß gar nicht, was man denn sich da vorher angeguckt hat. Also ganz, ganz häufig schon erlebt. Deswegen, also YouTube-Videos gebe ich überhaupt nichts drauf. Und achso, ja, das war ja die Puppe. Ja. Interessant. Aber warum? Ja. Da soll man immer selber entscheiden. Ja. Klar, aber viele sagen, ah, ich will das nicht so, will mir nicht die Katze im Sack kaufen, bla, hast du nicht gesehen. Verstehe. Kleine Grabsteine im Lieblingshaus hier, Abteil Würding. Ja, okay. Und, aber dennoch, das kann man nicht an einem Video festmachen, finde ich. Also man muss da selber für sich entscheiden. Liegt mir das Spiel, gefällt mir das Spiel, habe ich da Lust drauf? Also ich habe auch Spiele, wo ich gesagt habe, boah, echt cool. Dann habe ich die angemacht und so, nee, so richtig kommt das nicht. Und ich bin auch so ein, ich sag mal, so ein Stimmungsspieler. Also da muss halt, klar, ich habe eine relativ große Sammlung von PS5-Titeln. Und dann sage ich, nö, da habe ich keinen Bock zu. Das spiele ich mal so eine Stunde an und dann bleibt das erstmal liegen. Und dann irgendwann, ah ja, doch, da, das könnte ich jetzt mal machen. So, dann passt mir das. Das kann aber auch manchmal ein halbes Jahr dauern. Klar, dann habe ich den Vollpreis zu Anfang bezahlt. Das stört mich aber auch nicht. Weil bin ich ja frei in der Entscheidung. Und ich hätte es ja dann auch ein halbes Jahr später kaufen können. So, so ist das halt. Jeder, wie er es mag. Da haben wir wieder Zaubernuss. Dann habe ich das Spiel halt vorher, ja. Ich hätte es ja auch zu Anfang an spielen können. Das ist genau wie mit Diablo. Das habe ich jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht gespielt. Und habe ich noch nicht weitergemacht. So. Ich habe aber auch noch After Image. Ich habe noch Cult of the Lamb. Das habe ich noch gar nicht angefangen. Game Deck noch nicht richtig. Ich habe noch Disco Elysium. Da bin ich immer noch am Anfang. Auch Gran Turismo gar nicht weitergespielt. Heute habe ich Lego Brawls bekommen. Das habe ich mitgenommen. Ist zwar ein reiner Online-Titel, aber für einen Zehner packe ich es mir einfach hin. Weil das ist ein Titel, die kriegt man später kaum noch. Und dann mit einmal, oh ja, gibt es das noch irgendwo? Will ich nochmal spielen, meinetwegen bevor die Server abgeschaltet werden und so weiter. Das sind Titel, klar, die muss man nicht unbedingt haben. Das ist wirklich eigentlich unnütz, wenn man sie gar nicht spielt. Aber da bin ich halt so ein bisschen eigensachig. Nee, das will ich für mich haben. Oh, was haben wir denn da? Die Hohepriesterin. Jen Grey steht unerlöslich und beschwört Flammen aus ihren Handflächen. Sie hält ihre Stellung und wartet auf die nächste Aktion. Diese Karte verkörpert Instinkt und Weisheit mit einem Hauch Mysterium. Ah, sehr schön.
Noch eine Tarotkarte. Ach, guck mal, da ist es. Wo bin ich denn hier? Das ist doch das Bluttor. Wo ist das nächste Mond? Ja, wollte ich das sagen. Hier hinten vielleicht? Okay. Aber vielleicht ist das ja, wo die dieser Wanddurchbruch ist. Das kann natürlich sein. So, jetzt bin ich, also ich stehe jetzt hier. Glaube ich jedenfalls. Nee, hier hinten. Ach, du Schande. Ach, das geht. Ach, dafür ist es. Okay. Gut, also bin ich doch ein ganz schönes Stück gewandert. Was haben wir denn da? Da ist ja ein Tunnel, ne? Gehen wir doch mal hin. Wir wollen natürlich aufpassen, dass wir da dann auch direkt reinrennen. So, mal gleich gucken. Ja, das sieht gut aus. Ja, also wie gesagt, muss auch jeder für sich selber wissen, wie er wann was kauft. Und Diablo habe ich halt geholt gleich. Ach so, das Ding. Ja, ja, jetzt weiß ich schon. Durch diese 9,99 € Aktion. Und weil es die anderen beiden Spiele so günstig gab. So, da habe ich gesagt, okay, für 40 € zum Release nehme ich es mit. Das wird eine ganze Weile noch so bei, ja, 45, 50 wird es noch liegen. Aber wenn denn so der erste Hype verflogen ist, dann geht das auch ja auf 30 € runter. Und das ist in Ordnung dann, also. Also spätestens wenn 16 kommt, dann werden einige Titel fallen im Preis. Ich hatte ja auch meine Auswahlliste, waren ja doch noch einiges an Spielen drauf. Also. Oh, was war denn? Viel, sehr viel. Viele unbekannte Titel. Ich kann mal eben einen Blick reinwerfen. Und schauen wir mal ganz kurz. So. Park Beyond ist ja heute auch gekommen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe zum Beispiel hier Rollercoaster habe ich auch noch. Ja, Rollercoaster war das, glaube ich. Oder? Irgendwie so, irgendwas mit Coaster. Guck mal eben. Planet Coaster, so rum. Ja. Gekauft und ich noch nicht einmal angefangen. Also daran sieht man, okay. Aber ich habe es irgendwann mal, ich habe eine ganze Weile gewartet und dann irgendwo habe ich das, glaube ich, mal für, keine Ahnung, auch 15 € oder so bekommen und da habe ich gesagt, ja, nimm mal mit. So, was haben wir denn da? Ja, Hot Wheels hatte ich auch, sehe ich gerade, meinen Augenschein genommen. Dann war es ja im PS Plus und dann muss ich ganz ehrlich sagen, war ich froh, dass ich nicht zu Anfang gekauft habe, weil das doch weit von dem weg war, was ich mir vorgestellt hatte. So, Alice Gear zum Beispiel, dann ist Alien Dark Descent kommt. Among Us Imposter Edition hatte ich auch auf dem Schirm. Aragami 2. Also wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr, das sind jetzt nur ein paar. Diese Asterix-Sachen zum Beispiel, die habe ich erstmal rausgelassen. Das war gar nichts. Atomic Heart ebenfalls. Wie gesagt, ne, nochmal, schon wieder ein Ego-Shooter. Muss nicht sein. A Battle Axe Special Edition, das ist halt, ja, von früher, Mega Drive, Battle Axe. Ja, Blade Assault hatte ich ja geholt. Dann war noch, oh, wie heißt denn das, mit dem Affenkönig, das neue Spiel. Das habe ich auch auf dem Schirm, Broken Pieces. Call of the Sea, noch nicht. Habe ich da auch
ich glaube, im Game Pass oder was mal gespielt. War jetzt nicht so der Hit. Was war mit Sharon Staircase? Ach, das war auch wieder Horror, ja. Das war... Davon habe ich auch mittlerweile genug von den Dingern. Also, weiß ich. Klar, normalerweise war mein Ziel, so viele Retail-Games von PS5 wie möglich. Und wenn es möglich, natürlich alle. Aber bei einigen, da springe ich natürlich auch ab. Also ich kaufe nicht Moorhuhn oder Ponyhof und so ein Quatsch. Ja, Company of Heroes 3, Crash Team Rumble, zum Beispiel Company of Heroes 3 bei NetGames hier 45 Euro, in den anderen Läden 60. Nein, zahle ich nicht 60. Ja. Ja, also es ist noch einiges. Es rennt nicht weg. Und da habe ich gesagt, naja, ach ja, Death or Treat, das war auch noch. Ja, ich werde mal gucken. Dann wollte ich heute bei uns im Laden Demon's Souls, weil ich mein anderes abgegeben hatte, und Tiny Tina mitnehmen. Hatten wir eigentlich für 19 und 29. Mit einmal kostet das wieder irgendwie, keine Ahnung, 50 oder 60 Euro. Nicht für so ein, in Anführungsstrichen, altes Spiel. Das war dann doch, das war es nicht wert. So, aber weiter mit Marvel. So. Schauen wir mal. Ja, hier waren wir ja auch schon. Ja, ich habe also wirklich keinen Plan. Also ich meine, okay, ich bin der Meinung, ich muss den Altar von Agatha aufwerten mit den vier Elementen. Zwei haben wir schon. Aber wo sollen die anderen sein? Ja, hier ist der Whisperwald. Ja, okay. Nochmal eben gucken. Jetzt sind wir da unten. Ja, und das ist das Tor. Ja, das ist klar, dass wir da noch nicht reinkommen. Das müsste... Okay, ich hätte gedacht, dass das jetzt hier wäre. Ist da auch irgendwas? Na, man kann nicht so viel sehen. Aber irgendwas fliegt da hinten auch rum. Da. Na, irgendwas ist auf jeden Fall dahinter. Und hier ist ja irgendwo noch so ein Mauerbruch gewesen. Ja, hier. Da ist auf jeden Fall irgendeine Substanz. Das ist dann hier. Aber das ist schon komisch. Also... Ja. Ach so, ja. Konnte man nicht die Einstellung, die Forschung? Kriegsspiele noch einen Tag. Verfügbar. Forschungslevel 1. Ach so. Ach so, vielleicht, wenn ich Level 1 habe, kann ich nur 1 machen. Okay, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Und irgendwo konnte man ja auch Gegenstände herstellen. Ach, Kampfgegenstände. Nee, das war das nicht. Ach nee, das war in der Schmiede an dem, na, das eine Teil, was man da aufgebaut hat hier. Da konnte man das dann machen. So, hier ist auch nichts. Ja, meistens hat man das dann, ist es irgendwie ein so ein kleines
Mistding, was man irgendwo machen kann, wo man nie drauf gekommen wäre, weil das so banal aussieht. Und ach, ja, was soll man damit? Und Mac. Also ich hätte jetzt getippt, dass es da drüben weitergeht. Aber ich brauche ja dieses blöde andere Siegel. Ja. Ich wüsste auch nicht, dass ich jetzt mit irgendwem reden muss. Ach so, vielleicht mit Magic. Na, mal gucken. Ach. Oshtur lächelt auf mich herab. Den hatten wir schon. Ein Elementarstab. Ah. Ja. Okay. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen? Das war wirklich nur Zufall. Aber wo ist denn Ebony? Weil der taucht ja, wird ja hier angezeigt. Keine Kennung. Also, entweder stehe ich direkt da drauf. Oder das ist das Grab. Aber das war ja, da lag sie ja drin. Deswegen. Also sollen wir mal drauf kommen, dass die da drin ist. Also, so, ich kann ja den Schnellreiter machen. Weepy. So. Einer fehlt noch. So. Eine Arkan-Schüssel haben wir bekommen. Okay, dann gehen wir mal ins Haus zurück. Ach, da ist Charlie. Okay. Okay. Das ist wohl hier. Ach. Ja. Das Hunters habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, Folly. Irgendein Hund, aber jetzt sieht man da natürlich. Weil Charlie hat sein eigenes Icon. Ja. Ja, okay. Dem war natürlich nicht so. Achso, ich wollte ja mal schauen. So. Ja, die liebe Lucy hat schon 30 Follower. Das freut mich natürlich. Das freut mich wirklich. Ups, die hatte ja mit... ich glaube 7 oder so. Und so. Nee, freut mich. Und nach dem Raid von den Leuten von Simon sind ja auch ein paar hängen geblieben. Ja. Das ist doch. Also freut mich. Freut mich wirklich. So.
Tja, sie war hier hinten. Ich sehe, du hast einen der Elementarstäbe gefunden. Ich habe schon drei. Wenn du weitermachen willst, kannst du gerne nach mehr suchen. Ja. Werde ich wohl müssen. Schließlich soll ich den blöden Tempel ja vollkriegen da, ne? Okay, dann gehen wir mal hier hin. Also, man hat gesehen, das kann an den ungewöhnlichsten Stellen sein. Obwohl die ja nun gar nicht so ungewöhnlich war. Aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass das in ihrem eigenen Grab drin ist. Also, das fand ich jetzt schon ein bisschen komisch. Und hier oben muss irgendwo eine Truhe sein. Da, sehr schön. Oh. Ach ja, die hatte ich doch, die hatte ich schon. Und hier links ist dann diese komische Höhle, da war ich auch schon drin. Naja. Ach nee, da war dieser eine Wächter, den man anbeten konnte, genau. Davon fehlen ja auch noch drei. Deswegen hoffe ich, dass ich den jetzt finde. Hier schon? Doch, doch, hier war ich auch schon. Wo ist denn bloß der letzte? Das ist jetzt ein bisschen nervig, muss ich echt sagen. Also das... Nee! Und auch, dass das nicht funktioniert. Also, entweder... Es ist etwas. Ja, hier oben ist das Hundegrab von Clio, oder wie er heißt. So. Hier ist noch ein Mondsiegel, da waren wir auch schon 50 Mal. So, jetzt nochmal. Hier bin ich aber auch schon gewesen. Ich bin ja auch eben von da gekommen. Ah, was ist denn das? Ach, guck mal an. Na, das ist ja ein Mist. Komme ich denn jetzt darauf? Da. Ah, gucke mal. Ah, wieder ne Mist. Caretaker hat sich nie mit den Gedanken gehabt, als Puppe verewigt zu werden. Okay. Caretaker sprach kaum über ihn. Aber ich stelle mir meinen Vater gern als Helden vor.
dessen Geist diese Wälder beschützte. Okay, aber hier ist jetzt auch nicht mehr als vorher. Also, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt irgendwas, was mich jetzt weiterbringt auf der Suche nach dem letzten Elementarstab. Aber wer weiß. Vielleicht ja doch. So. Hier ist nochmal Eisenhut. War ich hier schon? Ach, da ist keiner drin. Na, das ist ja toll. Karte, wo bin ich jetzt? Ah. So. Also ich bin der Meinung, dass ich das irgendwie... Götter sind wankelmütig. Entweder brauche ich einen anderen Charakter, der das zerstören kann. Ja, auch hier. Das kann natürlich auch sein. Ja, hier ist die Steinterrasse, ja. Hier waren wir aber auch schon. Da hinten ist das Mondsiegel, also die Tür mit dem Mondsiegel. Hier sind die Urgötter, Anbetungstempel, irgendwas da. Ja. Irgendwas. Hat bestimmt wieder irgendeine Kleinigkeit übersehen. Also ich, auf jeden Fall wird das mit dem Altar zusammenhängen. Das ist dann immer so ein bisschen frustrierend. Hier unten waren wir auch. Da ist das Ding. Wenn du dir echt einen Wolf suchst und dann an irgendeiner Mickey-Stelle, wo du überhaupt nicht drauf gekommen wärst, ist denn das alles entscheidende Item, was du dann brauchst. Und das ist dann halt ganz toll. Also... Ja, wo ist das Mondsiegel? Genau. Die Frage haben wir uns dann zu Genüge gestellt. Da ist der eine Typ, da ist die eingestürzte Brücke. Hier kann man ja auch nicht weiter. Wo ist das hier? Nee, Moment. Wo ging es hier hin? Achso, ja. Okay, ich dachte, da geht es jetzt noch irgendwie. Aber war leider nicht. Wieder nur diese komische Höhle. Das müsste jetzt der Whisperwald wieder sein. Oder irgendwas. Da ist ja wieder das Grab. Ach. Man musste erst alle drei finden. Oh. Das ist ja... Ui! Eine epische. War mir klar, dass du irgendwann hier aufkreuzt. Schon als Kind hat er dich irgendwie angezogen. Hätte ich ihn doch gekannt. Selbst das hast du vor mir verborgen. Meines eigenen Vaters Grab? Ich habe es nicht vor dir verborgen. Ich habe mich in letzter Zeit für vieles bei dir entschuldigt. Also bedeutet es dir vielleicht nicht mehr allzu viel... Aber es tut mir leid, Hunter. Liliths Beziehung zu deinem Vater stand uns und unserem Ziel im Weg. Zumindest dachte ich das damals. Es waren die alten Götter persönlich, die uns Leben eingehaucht haben. Menschliche Konzepte wie Verliebtheit gehörten nicht zum Plan. Und dann bist du Agatha begegnet. Hätte ich es nur früher begriffen. Ich hätte ihm gegenüber freundlicher sein können, besonders zum Ende. Was ist passiert? Vor deiner Geburt grassierte eine schwere Seuche in dieser Gegend. Dein Vater gehörte zu ihren ersten Opfern. Mit all eurer Macht konntet ihr zwei ihn nicht retten?
Lilith war eine begabte Heilerin, aber das war keine gewöhnliche Pest. Die Verderbnis befiel nicht nur seinen physischen Körper. Ja, ich musste gerade mal schauen, was noch so kommt. Was hat Lilith getan? Was jede andere auch getan hätte. Sie hat getrauert. Aber sie verlor sich in ihrer Trauer. Und die Trauer wurde zu Wut. Und dann habt ihr mich ihr weggenommen? Nicht viel später. Die Dinge begannen vor meinen Augen in sich zusammenzufallen. Ich sah keinen anderen Ausweg, als zu fliehen. Die Seuche, die sie in die Mutter der Dämonen verwandelt hat? Nein, das war etwas anderes. Aber aus demselben Holz geschnitzt. Deine Mutter war nicht mehr die Frau, die ich kannte. Die Schwester, an deren Seite ich jahrhundertelang gekämpft hatte. Sie war fort. Ich habe dich noch nie so reden hören, Sarah. Es ist schwer, hier über das Gelände zu laufen, ohne alte Erinnerungen wachzurufen. Vielleicht verstehst du jetzt, warum hatte ich gar nicht mehr auf dem Plan. Der neue One Piece Film, oder der letzte, ist jetzt endlich draußen. Oh, das ist sehr gut. Du wurdest nicht das von der ist ja wirklich getroffen? Genial. Wir waren weil ich gucke mir gerade die ob wir nun zu den Kranken gehören, alle Staffeln an. Ich bin jetzt am Ende der 11. Ja eine Zeit, in der deine Mutter und ich uns und, zu den Toten gesellt hätten, als weiter ja, zuzusehen, wie die musste da auch einiges überspringen. Unvorstellbar, dass du jemals aber das ist cool. Das freut mich. Die Filme habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ich habe bis jetzt nur die Serie gesehen. In der neuen Welt. Ja, spät, ich weiß, das in meinem Alter. Nee, aber gefällt mir. Ist cool. Sie war von der Idee besessen, ein Heil. Vor ein paar Jahren konnte ich mit One Piece gar nichts anfangen. Haben mir die Figuren so nicht gefallen. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, guckst du mal. Nachdem das Spiel da war. Und dann dachte ich, doch, musst du dir antun. Dass dies finstere Zeiten für euch cool. Beide waren. Echt cool. Und es stehen noch dunklere Zeiten bevor. Ja. Danke, Sarah. An deinem Timing muss vielleicht noch gearbeitet werden, aber ich... Für dich tue ich... Wenn es nur immer so leicht wäre, oh, die Familie yes. zusammenzubringen. Ein arkaner Schlüssel. Episch. Weep. Gib mir was Vernünftiges. Los. Bauplan von Hunters Unterkunft. Episch. Ach, toll. Da kriege ich ein Bett. Ein Witz oder was? Ich dachte, ich kriege jetzt irgendeine geile Ausrüstung. Von meinem Vater. Ob du es glaubst oder nicht, du verdammt. Ich habe kaum Er war ehrlich, ein fleißiger Mann. Man könnte sagen, authentisch. Klar, jetzt bin ich Aber er hat meine Mutter geliebt? Er liebte sie und sie war Bis ich Du warst ein Das Gefühl kenne ich nur zu gut, mein Kind. Ja. So, jetzt brauchen wir noch den letzten. Da war auch eine, aber die haben wir doch gerade aufgemacht. Okay. Irgendwo muss da noch eine blöde Truhe sein. Irgendwas fehlt. Irgendwas haben wir übersehen. Egal was. Dieser Held ist beschäftigt. Ja. Guter. Keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Also immerhin haben wir dieses Puppenrätsel gelöst. Das ist schon mal was. Und was hat das mit dem lila Licht auf sich jetzt? Das habe ich mir vorhin schon gefragt. Aber das kommt da aus dem Berg. Okay. Und dafür brauchen wir das Mondsiegel. Jawohl. Natürlich. Und natürlich ohne Mondsiegel, nee, kommen wir nicht rein. Oder darüber. Wo ist das jetzt? Da hinten, ja.
Ja, gehen wir da mal hin. Vielleicht finden wir irgendwo irgendwas. Hang des Träumers. Wer muss doch diese blöden Wände einreißen können oder mit irgendwas? Schon wieder irgendein Schmutz, an den man nicht denkt. Mondsiegel, ja, ja, hier waren wir auch schon 500 Mal. Cleo, offene Truhe. Da waren wir gerade eben. Ja. Errichtet für die Urgötter, ja. Da kommen wir gleich unter dem Bau, wo wir vorhin drauf waren, wieder rüber, ja. Hier war auch nichts, hatten wir auch schon abgefarmt. Oh. Oh, ein bisschen Reagenz noch mitnehmen. Kann ja nie schaden. Hier ist auch durchgängige Mauer, keine Chance, irgendwo hinzugehen. Hier schon drin. Sturzhöhle. Nein. Also ich würde mal sagen, ja. Achso, deswegen haben wir auch die Truhe entdeckt, ja klar. Ja, doch, doch, hier waren wir schon. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von der... Aber, oh, eine Kerte. Johnny Storm springt hellohl in den Himmel und stellt seine außergewöhnliche Kraft mit bemerkenswerter Kontrolle über Ababa. Diese Karte verkörpert ein Übermaß an Energie, Sophie, Optimismus und Freude. Na wohl, ja. 20 Tarotkarten. Sehr schön. Ein Meisterwerk. Aber hier scheine ich noch nicht gewesen zu sein. Ach so, vielleicht, weil ich da nicht vorher nicht runtergesprungen bin. Ja, okay, das kann natürlich sein. Na, mal gucken. Alles nach und nach ablaufen. Moment. Das ist doch Ostrus Höhle hier, oder? Ja. Oh, ich dachte, Wunder, ich bin jetzt im neuen Gebiet oder so. Nö. War nur zu blöd, runterzuspringen. Ach, herrlich. So. So, und hier ist noch irgendein Keller. Also auf jeden Fall irgendein Höhlenfeuer. Das ist schon mal praktisch. Also Grillparty ist vorprogrammiert. Irgendwo muss dieser Mist doch sein. Das gibt's doch gar nicht. Da kann man schreien.
nicht unbedingt. Bracht die nicht. Das Central geht momentan nicht. Das wundert mich auch, dass ich jetzt nichts machen kann hier. Ich glaube... Nein, hier war es nicht. Genau. Ich werde mal eine Runde schlafen gehen. So. Oh, man sieht. Aha. Also müsste ich jetzt eigentlich zu Blake gehen, nehme ich mal an. Spider-Man würde es zu schätzen wissen, wenn du nach ihm siehst. Ich glaube, du hast ihn ziemlich beeindruckt. Wie läuft's? So. Hi, hi, Hunter. Carol Danvers ist wieder da. Jetzt? Bruce, du sagst seit Tagen, du kümmerst dich drum. Wo ist denn Blade? Da. Vielleicht solltest du mal nach dem Spider-Jungen sehen. Das würde ihm gefallen. Ich kann den Knoblauch wohl wegstecken. Gegen Hydra hilft er nicht viel. Ich hätte da eine Bitte. Das ist Hunter. Oh, echt jetzt? Na, sieh, das habe ich. Sag ja, an irgendeiner mistigen Stelle, wo kein Schwein nachgucken würde, packt das Ding dann. Das Mondsiegel. Die Mondsiegel sind uralte Talismane der alten Götter. Und in deinem Fall sind sie der Schlüssel zu einem noch größeren Geschenk. War Wanda deswegen hier? Wegen dieses Geschenks? Genau wie dir in deiner Kindheit habe ich auch Wanda erlaubt, hier zu experimentieren. Wir hofften, ihre Kräfte durch einen Grundkurs in Elementarmagie zu bündeln. Aber dazu kam es nicht. Wandas Verbindung zu den alten Göttern, zu K'thon, war eine andere als die deine. Sie stammt nicht von dem Blatt ab und die Prüfungen waren nicht für sie gedacht. Aber du wusstest das, bevor sie begann? Ja, und du sollst wissen, dass es mir leid tut, dass ich sie nicht schon früher aufgehalten habe. Was ist hier also wirklich passiert?
Als Wanda versuchte, mit diesem Mondsiegel zur nächsten Prüfung zu schreiten, ging das Blatttor nicht auf. Aber das Siegel zeigte Wirkung. Sie hatte Visionen, die gleichzeitig verlockend und erschreckend waren. Erst war sie nur neugierig, dann wurde sie davon besessen. Und nun folge ich dem gleichen Pfad. Also, wo ist das nächste Blatttor? Hinter den Steinstelen, wenn ich mich recht erinnere. Ich bezweifle, dass es schwer zu finden ist. Ja. Ja. Analyse, ich spiele gerade Dead Cells. Aber das sieht cool aus. Gefällt mir. Hunter, hallo. Ja, ah, hallo. Warte mal. So, sieh nach Spider-Man. Wo ist denn Spidey? Nico? Hä? Ja, wo ist denn der Hühnerkopf? Ja, Ghost Rider, Caretaker, Captain Marvel, Iron Man, Magic, Blade, Doctor Strange. Okay, also auf jeden Fall. Ja, laufen wir einfach mal. So, wo ist er? Was geht? Upsi pupsi hier. Stimmt was nicht, Captain? Nein, alles gut. Nur Bruce mal wieder. Aber was wichtiger ist... Toll, dass wir Spider-Man wieder haben, Hunter. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber diese Endzeit-Szenarien dämpfen die Moral. Da tut ein ordentlicher Sieg gut. Hatte ich ja nur gehofft, dass sich irgendwann mal jemand meldet. Wegen meinen Motorradsachen, aber immer noch nicht. Mist. Jeder Sieg bringt uns dem Ziel näher, Lilith aufzuhalten. Und jedes gerettete Leben ist ein weiterer Verbündeter gegen sie. In diesem Fall... ein witzereißender, radioaktiver Spinnenmann. Was gut ist, nachdem wir jetzt wissen, dass Hydra seine Soldaten mit diesem radioaktiven grünen Gamma-Shampoo verstärkt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Apropos Hilfe, wir sollten lieber weitermachen. Es gibt da so einen verrückten Hydra-Wissenschaftler, der eins in die Schnauze verdient hätte. Und seine Gamma-Signaturen analysieren sich nicht von alleine. Wir reden später. Überraschungsreise, muss ich aber sagen, und das ist immer wieder mal.
Also ich liebe ja den Stream von Twitch auf dem Rock Alley. Also das sieht wirklich cool aus. Das ist schon, ja. Oh. Da hört man dann doch das Echo. So, Wegpunkt umschalten. Sina Spider-Man, ja. Wo ist er denn jetzt? Aber ich werde erstmal in die Schmiede gehen. Vielleicht habe ich ja doch die Möglichkeit, Gegenstände herstellen. Ah, geht doch. Ein Tag lang nicht auf Hunger. Ziehe zwei Karten kostenlos. Nützlich sein. Das sollte reichen. Ja, das haben wir. Sei gegrüßt, Hunter. Nicht gesehen, dass man der. Okay. Ah, verstehe. Ja, noch mal ein bisschen arkanes Wissen gesammelt. Kann ich dir helfen? Ach so, in seinem Zimmer. Ja, ne, das könnte ja auch mal angezeigt werden, oder? Also, eben deinen Park ruiniert. Spider-Man. 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 Oh, hey Hunter. Ich hab dich gar nicht gesehen. Alles bestens. Das ist völlig normal. Das machen die großen Helden alle. Ganz bestimmt. Was denn? Ihre Heldenstimme üben. In meinem Fall meine Spider-Stimme. Ich dachte mir, wenn ich mit dieser Gruppe kämpfe, muss ich mich ins Zeug legen. Irgendwie, naja, furchterregender klingen. Also, deine Spider-Stimme ist sehr auffällig. Echt? Bin mal gespannt, wie man auf dem Ding wieder Videos drauf aufzieht. Also wirklich, also richtige Filme. Ja. Und das würde ich jetzt mal testen. Ja. Es freut mich total, dass du das sagst. Ich kenne nicht viele Dämonenjäger, aber es ist schön, ab und zu mal eine Expertenmeinung zu hören. Und wenn ich noch meine eigene Meinung ergänzen darf, du bist viel netter als Kraven. Eigentlich bin ich hier, um mich bei dir zu bedanken. Dich bedanken? Wofür? Ach, und ist bei dem Dank vielleicht auch eine Pizza dabei? Wenn ich gegen Eddie kämpfe, kriege ich immer so Hunger. Wenn ich diese Pizza beschaffen würde, wem sollte ich sie denn bringen? Keiner von uns kennt deine Identität. Ach, du willst den Spider-Man unter der Maske kennenlernen. Sorry, keine Chance. Meine wahre Identität ist ein gut gehütetes Geheimnis. Nicht einmal MJ oder Tante May wissen sicher... Moment... Ich weiß, was du vorhast. Sorry, Hunter, ich behalte die Maske an. Ich hoffe, das macht es nicht komisch zwischen uns. Was denn jetzt wieder? Oh, Leute. Also echt jetzt. Also keine Ahnung. 11:30 schreiben die, sie sitzen irgendwo unter der Rolltreppe und wollen Mikros. Sind die alle, merken die alle noch Meter oder was? So, mal eben gucken. Oh, American Born Chinese. Davon hatte meine Arbeitskollegen gesprochen. White Man Can't Jump. So uralt. Ah nee, White Boys war das irgendwas, nein. Damals mit
Woody Harrelson und Wesley Snipes, ja. Die Abtei ist voller Geheimnisse. In diesen Mauern ist dein Geheimnis sicher. Ich mache mir nicht wegen der Mauern hier Sorgen, sondern wegen der realen Welt, wo die Menschen leben, die ich liebe. Keine Maske kann dich oder sie vor Lilith verbergen. Ihr Blick kann deine Seele durchdringen. Mann, das erinnert mich an den Vater meines besten Freundes. Und zwar bevor er zu einem fliegenden Goblin wurde. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, Spider-Man. Ja, wollen wir mal gucken. Die Leute hier sind alle sehr verschieden. Sie sind nicht immer einer Meinung. Aber eines kann ich ganz ehrlich sagen. Ich vertraue ihnen mein Leben an. Meine Leben. Leben? Oh, jetzt hört man vielleicht im Hintergrund ganz kurz, ja. Aber... Ich freue mich richtig darauf, dich kennenzulernen, Hunter. Und wir würden uns freuen, dich kennenzulernen. Dein echtes Ich. Hey, ich denk drüber nach, okay? Ach, ist eine deshalb. Große Entscheidung. Ich muss darüber meditieren, mein Horoskop lesen, es im Kopf rumrollen und vielleicht unterhalten wir uns bald. Cool? Cool. Ich muss das echt überdenken. Keine Ahnung. Ne, scheint man nicht zu hören. Und wenn, weiß ich nicht. Also, falls man die Geräusche jetzt hört, das ist jetzt wirklich nebenbei der Film oder die Serie. American Born Chinese. Das muss ich mir dann gar nicht gewusst. Die Kollegin sagte, ah ja, das ist jetzt hier, hat sich ein Buch geholt. Und kenne ich gar nicht. Ja. Ja. Soul Food. Ja, Way of Water ist ja auch gekommen. Da muss ich allerdings sagen, also konnte ich mich überhaupt nicht mit anfreunden mit dem zweiten Avatar-Film. Also, ich fand, das war jetzt genau das gleiche wie der erste. Nur halt im Wasser. So. Landlust, Ziel, Betäubung. Maximal 4 Angriffe erlaubt. Ach so. Okay, da habe ich jetzt keine anderen. Habe ich von ihm noch andere Karten? Nee. Oh ja. Gut. So. Aber ich meine, okay, man muss natürlich, wenn man jetzt mal die Bildqualität von dem Teil testen will. Also das ist schon sehr geil. Das muss ich ehrlich sagen. Also es sieht wirklich super aus.
Also wirklich absolut. Könnte natürlich jetzt mal was anderes machen. Da wir ja gerade bei Marvel sind, könnten wir natürlich mal. Ja, She-Hulk leider kommt ja nicht mehr. Wenn man dem Glauben schenken darf. Cinematic Universe. Ach ja, komme ich nicht auf den Titel? Secret Invasion? Kommt doch demnächst, ne? Phase 1, chronologische Reihenfolge. Da haben wir ja schon jetzt. Ich weiß nicht, also 10, 15 Mal habe ich alle schon gesehen, mindestens. Wobei ich von den Effekten nach wie vor Doctor Strange eigentlich am besten fand. Aber den ersten. Aber ich werde mir mal den zweiten angucken. Also hier drauf jetzt. Nur mal, um zu gucken, wie es aussieht. Weil das ist sicherlich... Ja. Ne? Läufst du auch, oder? Ah, ja. Man muss auch auf Play drücken. Das ist ab und zu mal hilfreich. Ja, mal eben nach dem Sound hören. Ja, also... Ich würde sagen, also das Rock Alley, ich hatte ja bemängelt, dass es halt so heiß wird. Und da ist es halt leider, das ist immer, wo ist der Haken bei den Sachen? Und hier merkt man, okay, man braucht auf jeden Fall die externe Grafikkarte zum Zocken, weil auf 100 Grad ist zu viel am Anfang. Als portabler Movieplayer fantastisch. Aber jetzt gerade auch hier bei Doctor Strange sieht phänomenal aus. Also absolut super im Stream. Wirklich sehr, sehr cool. Also jetzt Teil 2. Und das natürlich auch, wenn man jetzt... Ich meine, okay, ich habe jetzt am Bett noch einen Fernseher hängen, aber wenn man da keinen hat, dann ist sowas natürlich auch ganz nett abends. Hopp. Und kurz gucken, ja, kann man machen. Spider-Man New Universe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir sicher, dass ich es ihn doch nicht behalten werde. Also noch nicht, weil aufgrund der Tatsache, wie gesagt, dass er so heiß wird, habe ich eher Angst, dass es kaputt geht. Und das möchte ich bei einem 800-Euro-Gerät natürlich vermeiden. Also und da sollte man dann schon sicher sein, dass es vernünftig läuft. Und nicht, dass mir die Mühle hier abkokelt. So, was haben wir denn hier noch alles? Mandalorian. Hatten wir schon gesehen. Glaube ich jedenfalls. Weiß ich gar nicht. Ja, ich habe auch die letzte Star Wars Serie gar nicht gesehen. Ja. Ja, mal gucken, ist denn Rookie weitergegangen? Nee. Noch nicht. Rookie ist auch cool. Und halt, dass man die
Kiste halt auch ganz normal wie ein PC runterfahren kann. Ja, Katze. Ja, mein Kater ist auch wieder da. So. Was möchte er denn? Ach so, irgendwas konnte ich doch in der... War da nicht wieder was in der Forschungshalle? Stimmt. Stimmt, wieder irgendwas übersehen. Ja. Ja, mit Ansage. Ich hoffe nur, das ist es, was du erwartet hast. Verbessert die Gamma-Helix-Analyse in der Schmiede, enthüllt 4 Fähigkeiten, von denen 2 ausgewählt werden können. Na, happy birthday. Ja. So, Schmiedeverbesserung. Raumverbesserung kaufen. Kriegen wir hier mal ordentliche Technik. Sehr schön. Gamma Helix Analyse. Willkommen in Tonys unheimlicher Dämonenhöhle. Ich bin Tony. Was kann ich heute für dich tun? Ich habe ein paar Upgrades für dich. Druckfrisch oder Schmiedefrisch. Hunterfähigkeiten können zu diesen 3 Zweigen gehören: Licht, Dunkel oder Macht. Durch das Bandwurm-Symbol. Okay. Oh, das wird ja immer komplizierter. Alter Schwede. Also den auf jeden Fall. Oh. Spinnensinn habe ich, glaube ich. Ja, 2-mal schon. Dann könnte ich, aber ich werde die mal nehmen. Und dann kann ich nämlich... Einer von uns ist nicht der... Irgendwie war doch hier, dass ich mit den Karten das machen konnte. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Die da, ne? Aber wo war denn das nochmal? Konnte man denn jetzt nochmal Karten zusammensetzen? Habe ich natürlich jetzt wieder vergessen. Ein Mist. Nochmal. Ah. So, nochmal eben gucken. Einstellungen. Tutorial. Ah, da. Angriffskarten. Heldenmut. Kampfgegenstände. Kritische Fähigkeiten. Schergen. Schnellschwung. Zielwechsel. Deck bearbeiten. Da muss ich noch mal richtig reinlesen. Da also war denn das Ausrüsten und Verwerten? Ja.
Steht natürlich wieder nicht, aber auf jeden Fall irgendwo in der Abtei. Aber wo? Weil die Abtei ist ja überall. Ne? Abtei zeigen. Ja. Kriegsraum, Bibliothek, in der Schmiede. Irgendwo hier war das doch. Bin mir ziemlich sicher. Hey, schön dich zu sehen. Ach, ich glaube, hier war das. Interagieren. Ja. Halt dich von Ärger fern. Oh. Nee. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Hey. Du siehst so frei aus da oben am Himmel. Ich finde, du bist auch was Besonderes. Was immer Mr. Stark denkt, die Spiegeltafel hat unser Handeln zum Aufkommen von Kopf. Ja, so. Oh, was ist denn der Mist? Okay, anscheinend kann man doch immer wieder die gleichen Bücher lesen, oder ich täusche mich. Aber das heben wir dann für später auf. Also das ist. Erstmal will ich jetzt rausfinden, wo das war, mit denen, dass ich die Karten umtauschen kann. Geschlagen, Junior, und hinterlässt Eindruck bei deinen Teamkollegen. Achte darauf, auch ihre Mühen anzuerkennen. Sie alle werden ein warmes Wort von der Legende namens Hunter zu schätzen wissen. Psst. Tony arbeitet. Immer ein Vergnügen. Caretaker ist nicht begeistert von der Idee, diesen Ort an. Deine Macht wächst mit jedem Tag, Hunter. Meinst du, Dr. Strange kennt Merlin? Ich warte noch drauf, dass jemand sich dieses Schwert holt. Zeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Ach, darüber, ja. Wir können jeden Vorteil gebrauchen. Oh, Mist. Das ist natürlich cool. Keine Aktion und noch Schaden. Oder mehr Angriffsstärke. Ja. Ja, also noch 5 Minuten. Dann braucht mein Kätzchen ein wenig Zuneigung. So, Trainingspartner wählen. Auch ein Meister der Magie darf nicht rasten. Obwohl, ich könnte eigentlich auch jetzt. Also, jetzt ist es kurz vor 12. Zudem kann ich mir dann noch den Piece mal gucken. Ja. Ja, ich denke mal,
Ja. Erstmal speichern. Und obwohl ja morgen frei ist, aber ja, mein Kater möchte auch mal ein bisschen Spaß haben, will auch mal ein bisschen spielen, ne? Ja. Ja. Tja. Falls er reingeschaut hat, danke fürs Zuschauen. Falls keiner reingeschaut hat, viel Glück beim nächsten Mal. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Und dann geht's weiter mit Marvel Midnight Suns. Hat sich alles ein bisschen verschoben. Also eigentlich wollte ich ja heute länger, aber dafür ist morgen übermorgen dann. Und tschüss.